Gute Hallo und willkommen zur Pressekonferenz nach der heutigen Punkteteilung im Merkstadt am Bellenfalltor. 1:1 der Endstand nach 90 Minuten zwischen den Dilien und dem 1. FC Nürnberg. Bei mir befinden sich die beiden Cheftrainer und Herr Klose, Sie würde ich gerne zunächst um Ihr Statement zum Spiel bitten. Hallo erstmal. Also man muss eindeutig sagen, ein verdienter Punktgewinn. Darmstadt war in vielen Phasen viel besser, wie wir auch mit Ball besser. Wir haben dann durch eine gute Kombination dann den Ausgleich geschossen durch ein schöner Ballgewinn, ein Traumtor erzielt. Aber in vielen Phasen hatten wir zu weite Abstände. Kette ist nicht wirklich rausgerückt und da haben wir keinen Druck drauf bekommen. Vielen Dank. Thorsten, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, dass wir zwei Punkte verloren haben heute und vom Ergebnis her natürlich enttäuscht sind, von der Art und Weise, wie wir gespielt haben, glaube ich, war es wichtig, dass wir heute gezeigt haben, dass wir bereit sind, eben diese Entwicklung, die wir da in diesen letzten zwei Spielen auch gezeigt haben, dass wir da uns ja so fühlen, wie wir das auch schon vorher in der Woche besprochen haben, dass wir in der Trainingswoche was erkennen. Und so war das heute halt auch zu sehen. Wir waren 90 Minuten plus 5, bis auf wenige Situationen da voll auf dem Gaspedal draufgestanden. Und haben uns eben nicht belohnen können, das 2:0 zu schießen. Und dann ist es so, wie es kommt, wenn man zwei Szenen mal sieht. Erste Halbzeit, Kilian, Korridor dann über die linke Seite, als er nach innen dribbelt, zieht den Ball auch Richtung Winkel, Torhüter hält super. Und in der zweiten Halbzeit ist natürlich ein überragender Abschluss. Wir machen Fehler in dem Moment über die linke Seite, dass wir da zu schnell rausstechen. Aber es ist ein überragender Abschluss und das zeigt das ganze Spiel heute auf. Wir sind enttäuscht, sehr enttäuscht, wie gesagt, über das Ergebnis, aber nicht über die Art und Weise, wie wir heute Fußball gespielt haben, wie wir Fußball nicht nur gekämpft haben, sondern welche Struktur wir gespielt haben, gegen den Ball, das hohe Pressing. Wir wissen, wo unsere Schwächen sind und trotzdem gehen wir dieses Risiko ein, weil wir so eben unser Fußball definieren und auch so spielen wollen weiterhin. Und deswegen sind wir, was das Ergebnis angeht, natürlich enttäuscht und sind trotzdem, das habe ich den Jungs auch gesagt, in der Entwicklung so, dass wir ein Gefühl haben, es wächst wirklich was zusammen. Und das haben wir heute, glaube ich, auch unseren Zuschauern gezeigt, dass wir arbeiten wollen daran. Auch an dich vielen Dank, Thorsten. Dann besteht nur die Möglichkeit zu fragen. Alles, was benötigt, ist ein Handzeichen. Dann kommt das Mikrofon. Ja, Jan-Christian Müller von der Frankfurter Rundschau. Herr Lieberknecht, Sie haben sich nach der letzten Aktion mächtig geärgert. Weil der Ball wurde geblockt von zwei Nürnberger Spielern. War da was falsch gelaufen oder einfach schade, dass der Ball nicht im Tor war? Ja, ich glaube, also das war die allerletzte Kontersituation, wo wir den Querpass spielen, Fabi Nürnberger dann mit der Innenseite versucht abzuschließen. Haben Fabi auch gesagt, er soll einfach den Vollspann nehmen, soll versuchen, dann das Netz zusammenzuschießen, wenn du in so einen Moment kommst. Und das ist eben Fabi Nürnberger. Er möchte dann das Tor schön machen und sonst einfach mal Gewalt rauszuholen, weil das hilft manchmal auch. Nicht immer, aber im Fußball hilft es manchmal. Johannes Müller, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Auch eine Frage an Sie, Herr Lieberknecht. Er hatte sich die Woche über schon angedeutet, dass die beiden Neuen, die Sie heute von Anfang an gebracht haben, dass das so eine starke Qualitätssteigerung ist und waren Sie deshalb auch trotz der kurzen Zeit, die Sie mit der Mannschaft hatten, direkt schon von Anfang an im Spiel? Danke. Ja, wir beobachten ja jede Trainingseinheit. Bei mir geht es bis zu der Abschlusseinheit auch. Und ich muss gestern sagen, gestern ist es dann richtig gereift, weil in der Abschlusseinheit insbesondere Kilian überragenden Eindruck hinterlassen hatte und deswegen hat er heute den Vorzug bekommen auf der offensiven Position hinter den beiden Sturmspitzen. Ich vermeide gerade die Zehnerposition zu sagen, weil das hier bei uns eine große Diskussion immer mit sich führt. Der hat es
hat es gestern angedeutet und ich belohne eben dann halt auch Trainingsleistung. Und bei Isaac war es so, gestern hat sich Oscar Williamson leider im Abschlusstraining dann Adduktorenproblematik zugezogen und ja, und jetzt muss man ihn ersetzen und Isaac war dann der Schwede, den wir auch noch hatten, haben wir gesagt, dann bringen wir eben den zweiten Schweden rein. Noch eine Frage zu dem Gegentor. Das ähnelte so ein bisschen zu den Spielzügen, die Sie schon gegen Ottensen angemerkt hatten, dass in den Halbräumen hinter Fabian Nürnberger gefallen steht. Hätte man das irgendwie verteidigen können? Oder war ein hervorragend herausgespieltes Tor? Oder gab es irgendeinen Punkt, an dem man das hätte verteidigen können? Ich bedanke mich erstmal für die wirklich sehr interessante Frage, weil das hört man nicht oft ohne den anderen Journalisten hier despektierlich gegenüber zu wirken, aber das finde ich super, dass man das so fachlich eben halt auch sieht. Ich habe das schon angedeutet, dass wir dort eben zu schnell rausstechen. Es sind zwei Jungs, die gelb vorbelastet waren. Trotzdem ist es so, dass wir bis zu der Entstehung eben diese linke Seite mit Vuko, das ist der erste Ball schon, den wir spielen, in die Tiefe rein, den Finn Lagmacher, der, wie ich finde, trotz allem für die Mannschaft ein überragendes Spiel gemacht hat, das erste Mal nicht an den Ball gekommen ist. Das ist schon die Entstehung, dass wir den Ball eigentlich gar nicht spielen mussten. Dann kommt es eben über diese linke Seite zu tragen, dass dann der Abschluss, ich fand nochmal, das ist das super Rauspiel, aber der Abschluss war halt überragend dann. Und da kannst du nichts machen, gar nichts mehr machen. Aber es ist mit Sicherheit so gewesen, dass das in dem Moment, dass wir da zu sehr, zu schnell rausstechen. Leitet die Frage an Sie weiter, Herr Klose. War das ein Spielzug, der so vorher besprochen wurde, also dass das ein Raum ist, den man bespielen muss, um erfolgreich zum Tor zu kommen? Nein, das, was wir besprochen haben, ist, dass wir variieren soll zwischen Direktspiel und zwei Kontakte. Das haben wir in dem Spielzug gemacht. Und Jens Kastrop dreht sich gut auf, Finn Jeltsch spielt einen Doppelpass, marschiert die Linie entlang, findet den Spieler in der Mitte und der Rest war super gemacht. Also Ablage, wir wissen, was Šefčík für eine Schusstechnik hat. Und wenn wir ihn um den 16er finden, das war schon in Saarbrücken so, dann macht er viele Tore. Marcel Storch, Darmstädter Echo. Ja, eine Frage trotzdem zu Vukotić. War das einfach dann der gelben Karte, der Wechsel dann geschuldet oder irgendwie verletzungsbedingt? Oder? Nein, da ging es nur darum, dass er gelb vorbelastet dann in dem Moment ausgewechselt worden ist und Mathé dann für ihn reinkam. Stefan Kühlein, Kicker und Liam Block. Ja, auch noch eine Frage an Thorsten. Clemens Riedel hat wieder Kapitän gespielt. Wieso er und nicht Marcel Schuhn? Was war da die Überlegung, Schuhn, der eigentlich die letzte Saison immer wieder auch oder öfter die Kapitänsbinde getragen hat? Also ich möchte nicht immer nur Internas nach außen vorbringen, aber ich habe mit dem Schuh einfach drüber gesprochen. Und er hat es... Ja, für mich war es einfach wichtig, dass ich einen Clemens weiter in diese Rolle da sehen möchte. Und Schuh, glaube ich, dem kannst du 5 Binden anziehen oder die auch auslassen. Er wird trotzdem seine Meinung sagen und auf dem Platz seine Präsenz mit reinbringen. Er war, und das ist mir ganz wichtig, ist es vorher abgesprochen gewesen, vollkommen konform, dass wir so machen wollen, dass wir hauptsächlich jemanden auf dem Platz haben wollen, der eben als Spielführer direkt angesprochen wird, weil so musst du immer überlegen. Aber es gilt auch darum, Clemens Riedel, der, wie ich finde, wie die komplette Dreierkette auch, Andi Müller, muss ich mal hier explizit herausheben, der hat ein unfassbar gutes Spiel gemacht, aber die Dreierkette und Clemens Riedel insbesondere sind eben Jungs, die dadurch auch noch wachsen sollen in ihrer Persönlichkeit. Deswegen war das jetzt heute so die Entscheidung, Clemens weiterhin die Binde zu geben. Dann sind wir durch soweit für heute. Einen schönen Restsonntag und unseren Gästen aus Nürnberg eine gute Rückreise. Vielen Dank.